Thomas Forschbach von Werde Musiker. Herzlich willkommen zu dieser Piano-Tutorial-Serie Love Me Like You Do, der Soundtrack aus dem Film 50 Shades of Grey. Das ist eine umfangreiche Piano-Tutorial-Serie. Wir starten ganz einfach mit Videos für blutige Anfänger. Wirklich, starte ganz, ganz einfach. Dass du nur mit Melodie und einem Ton der linken Hand, und später gebe ich noch sehr fortgeschrittene Tipps, sehr umfangreiche Tipps. Und ja, also eine Serie für Anfänger und Fortgeschrittene. Ich hoffe, du hast viel Spaß damit. Und wenn du sagst, okay, warte mal, Thomas, ich brauche noch ein bisschen Nachhilfe, findest du dazu mehr. Erstmal ein Anfänger-Crashkurs. Den Link findest du hier unten in der Videobeschreibung. Wenn du da draufklickst, kannst du dich da kostenlos für registrieren. Ich schicke dir Anfängerlektionen per Mail nach Hause. Ziemlich cool, sind noch mega viele Leute mittlerweile dabei. Vielen Dank an der Stelle. Und außerdem findest du sonst auf meiner Seite werdemusiker.de noch weitere Minikurse, auch für Fortgeschrittene. Sehr, sehr, sehr viel Material mittlerweile. Also, an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank und jetzt ganz, ganz viel Spaß mit Love Me Like You Do. Ich zeige dir erstmal, was du in dieser Tutorial-Serie lernen kannst, wenn du möchtest. Erstmal eine einfache Version, später gibt es auch eine fortgeschrittene Version. Und natürlich alle Teile, das Intro, Strophe, Refrain, es gibt einen Zwischenteil. Und zum Beispiel das Intro in der einfachen Version kann dann so aussehen. Der Fortgeschrittenen eher so. Und dann kommt die Strophe, die kann dann ungefähr so aussehen, in der einfachen Version. Ungefähr so, die etwas fortgeschrittene Version. Übrigens, wir machen hier auch den Rhythmus rein. Wenn du halt wirklich nur am Klavier spielst und nicht noch irgendwie ein Keyboard mit Rhythmus hast oder so, ist es nämlich, finde ich, ein sehr, sehr, sehr wichtiges Element hier, den Beat hier noch mit reinzubringen. Sonst würde diese Stelle, wenn du den Film gesehen hast, wo die zwei in den Hubschrauber steigen, ne, da läuft das Lied ja, und genau wo sie reinsteigen, fängt der Rhythmus an. Und dieses Feeling wäre gar nicht da, wenn wir hier nicht den Rhythmus hätten. Das klingt dann ungefähr so, das ist dann schon eher fortgeschritten. Ja. Ja, also zeige ich dir auch, wie du das üben kannst, aber übrigens, es gibt natürlich auch davon eine leichtere Version. Und vor allen Dingen werden wir auch noch den Refrain, also zum Beispiel kann der dann aussehen. Ganz einfach sogar ist das. Oder halt, schauen wir mal. Meiner Nase. Das geht natürlich sauberer, als ich das gerade gespielt habe, aber auch hier so eine volle Version werde ich dir später da noch zeigen. Okay, fangen wir also an hier mit dem Intro erstmal und mit der leichten Version. Also erst gibt es nur die leichten Teile, die fortgeschrittenen kommen dann später so in, ich glaube, ab Video 4 oder ab Video 5. Okay, also und zwar haben wir in der rechten Hand nur zwei Töne. S und As. S ist hier von den zwei schwarzen Tasten die rechte Taste. Und hier sind drei schwarze Tasten und die mittlere davon ist das As. Ich spiele das hier so weit oben. Das ist zum Beispiel hier die Mitte meiner Tastatur, dieses C. Und ich spiele das mit den Fingern Zeigefinger und kleiner Finger. Und dann ist das hier S, As, dann zweimal S, 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 pass auf, und dann einmal As, S, As, S, abwechselnd. Also eigentlich die ganze Zeit abwechselnd, außer, also hier, S, S, dann As, dann zweimal S, dann abwechselnd.
Ass, Ess, Ass, Ess. Ja, so wird es gespielt. Das ist es. Bam, 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 bam. Und das ist auch der erste Überabschnitt, den gilt es jetzt ganz oft zu wiederholen, sodass du dir das einprägen kannst. Und auch immer wieder spielen kannst. Ja, wirklich immer weiter so. Und wenn du das perfekt spielen kannst, können wir die linke Hand dazu nehmen. Ja, und zwar beim ersten Durchgang spielen wir da hier ein Ass in der linken Hand. Ne? Das ist der gleiche Ton wie hier oben, nur hier unten in der Mitte. Dann ein C mit dem Daumen. Das ist dieser hier. Links von den zwei schwarzen Tasten. Und dann ein F mit dem kleinen Finger. Links neben den drei schwarzen. Und das halten wir auch doppelt so lang. Pass auf, nämlich das Ass ist ein Durchgang. Also das ist ein Durchgang. Ja, das ist ein Durchgang. Und ganz am Anfang schlage ich erst von Ass gleichzeitig an. So, dann geht es weiter hier mit dem C, das schlage ich gleichzeitig mit dem S rechts an. Und dann am Schluss F und S gleichzeitig. So, und beim letzten Durchgang lasse ich das F gedrückt und schlage es nicht nochmal an. So, bis dahin. So, aber dann geht es noch weiter, nämlich mit den letzten Tönen des, S und F. Ja, und zwar wird dann hier beim fünften Durchgang quasi das des gespielt. Das spiele ich, das ist der linke von den zwei schwarzen mit dem Mittelfinger. Dann mit dem Zeigefinger das S, was daneben ist. Und dann mit dem Daumen das F. Nochmal. Und auch hier halte ich das F noch eine Runde mehr gedrückt. Also so sieht das gesamte Intro so aus. Bis dahin. Pass auf, ich habe es jetzt übrigens gerade schon sehr schnell gespielt. Das kannst du auch übrigens probieren, so schnell zu spielen. Also langsam anfangen natürlich, langsam steigern, aber dann müssen wir uns später wieder zügeln. Ne? Du kannst das einüben. Es ist besser, man kann ein Stück schneller spielen, als es später gespielt werden muss. Allerdings ist es unter Umständen schwierig. Ich denke, hier bei diesem Part lässt sich das aber ganz gut umsetzen. Die eigentliche Geschwindigkeit ist eher diese. Nur einen Tick langsamer. Okay, und übrigens ganz wichtig, also bevor ich dir jetzt in anderen Teilen noch mehr zeige, achte mal drauf, dass das schön klingt, nicht irgendwie hier so hinrotzen, sondern achte, hört mal, wie ich die hier anschlage. Bam, bam. Der zweite, das ist immer lauter. Es gibt keine Regel, welche man jetzt hier unbedingt lauter anschlägt, aber du sollst wissen, dass ich das halt schon bewusst einsetze, ja, und ich möchte dich da motivieren, das auch mal auszuprobieren. Nämlich das entscheidet wirklich auch, ob es letztendlich später schön klingt oder nicht. Ja, auch wie man das spielt, wie sauber man es spielt. Okay, im nächsten Video geht es weiter. Erstmal mit der Strophe
Und ich freue mich, wenn du auch da wieder dabei bist. Erstmal vielen Dank hier, dass du heute dabei warst. Und übrigens hier, ich freue mich über deinen Besuch auf meiner Seite werdemusiker.de. Ich habe einen Link in der Videobeschreibung, da kommst du direkt zu meinem kostenlosen Crashkurs für Anfänger. Wenn du sagst, okay, ich möchte einfach noch mehr einsteigen ins Thema, den Link habe ich dir reingepastet. Auf meiner Seite findest du aber noch viel, viel mehr. Es gibt auch Tipps für Fortgeschrittene. Es gibt Notenkurse, es wird immer mehr, ich arbeite da ständig dran. Würde mich sehr freuen, wenn du auch da vorbeischaust, weiß ich natürlich sehr zu schätzen. Vielen Dank und bis dahin.